Hallöchen, ich hoffe, das geht mit dem Ton so. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu doll. Ich gehe da mal mit ein bisschen runter. So, das habe ich euch ja letztes Mal gezeigt beim C128, dass ich da ein Problem habe mit den DRAM. Da steht ja Testing VDC DRAM 15 Error. Das ist hier der HDMI von dem Pi. Aber das habe ich ja geladen, könnt ihr noch mal gucken hier. Ist ein Image-MEM-Test. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo DRAM 15 ist. Es ist jetzt 2, 3 Tage später. Und ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht. Ich habe ja den Schaltplan, den mache ich euch jetzt mal an. So, da ist der Schaltplan. Und das sind die 4 RAMs, die ich gefunden habe. Die habe ich auch schon auf dem Board lokalisiert. Hier steht 4x64K. Wir gucken uns jetzt mal einmal die Sektion an. Und funktionieren tut das ja mit den Adressen 0, Adresse 0 bis Adresse 8, also 7. 0 bis 7 sind 8 Adressleitungen. Und die digitalen, die Datenleitungen, geht hier 0 bis 3, also 4, und hier ist der Rest 4 bis 7. Das sind dann eben die nächsten 4, also 4 und 4. Das sind 64 Kilobyte, das ist ein 64 Kilobyte. Beides zusammen 64 Kilobyte. Braucht 2 Chips, weil er 8-Bit ist. Das ist ein 8-Bit-Rechner und das sind 4-Bit-Chips. Das sind 4-Bits und das sind 4-Bits. Braucht er 2 Chips, um daraus 8-Bit zu machen. Und nun hat er ja 128, da hat er das Ganze noch einmal und schaltet ja dann. Erstmal kommt meine Uhr. Hier um zwischen erste und zweite Bank hin und her, Bank-Switching oder wie das auch immer heißt. Und hier ist ja auch nochmal D0 bis 4 und 3 und 4 bis 7. Und jetzt sagt er mir ja, was hatte ich gesagt? DRAM 15 Error. So, und 15 heißt eigentlich 0 bis 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und hier steht, naja, hier steht jetzt PIN 15, glaube ich, ist das. Ist auch egal, aber ich denke mal, der hier mit Daten 15 oder wie auch immer, Datenkanal 15, also dass er das so aufteilt. Die ersten zwei 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann geht es hier weiter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Habe ich jetzt so überlegt. Ich werde jetzt immer eine Sache machen. Ich werde die auslöten. Die sind nämlich fest verlötet. Einen Sockel drauflöten. Und dann einfach mal die zwei gegeneinander tauschen. Das sind viermal dieselben. Die zwei mal gegeneinander tauschen. Und gucken, was der Test sagt. Wenn das das gleiche bleibt, dann werde ich die zweimal gegeneinander tauschen. Und wenn sich der Test ändert, dann weiß ich, dass hier von einer kaputt ist. Ich habe aber keinen Ersatz. Ich gucke gleich nochmal. Ich habe ein altes Amiga 500 Board. Da sind 256 mal 4 Chips drauf, weil er hat 512 Kilobyte und die hat er auch 4 oder 6 mal, 4 mal glaube ich drauf. Auch 256, 256 und nochmal 256 und 256. Ich glaube, da macht das genauso. Ob das vielleicht hinhaut, aber der 256 mal 4 Chip hat etwas andere Beschaltung und zwar da sind die Adressleitungen, das sind die Datenleitungen. Sind das jetzt, das ist ein 18er PIN. 18er PIN out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Ja, aber der ist hier bei, ich geh mal hier hin, D0 und einen anderen Pin sind die anders, die 256 K-Chips, die haben andere Bezeichnungen, also sind ein bisschen anders belegt. Ah, hier ist der OE. Ach, der ist auf Masse. Ja, der OE und der Pin 1 und Pin 2 sind getauscht bei dem 256K. Ich kann es mal probieren. Und wenn dann der C128 ein C256 wird, ich weiß es nicht, oder ein 512, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Aber ich kann es ja mal probieren. Die Chips sind fast Pin gleich. Es sind bloß hier Pin 1 und Pin 2 ist getauscht. Die 2, die meine ich. Das könnte ich eventuell einmal mit einem Draht tauschen. Ob ich das hinkriege, muss ich mal gucken. Vielleicht kriege ich das hin. Werde ich mal gerne ausprobieren. Aber so hatte ich mir das jetzt überlegt, weil er mir ja D15 sagt. Und ich habe hier 8 Leitungen und da nochmal 8 Leitungen. Sind zusammen 16 Leitungen. Und D15 oder R15 oder wie auch immer, sagt er Fehler. Entweder ist der Chip defekt oder der Chip defekt. Gehe ich jetzt mal von aus. Aber das werde ich ausprobieren. Das werde ich jetzt hier machen, off-cam. Werde ich das oder ich werde das zeigen, wie ich die auslöte. Erstmal muss ich die Sockel auslöten. Die sind auf dem A500 Board drauf, die sind aber unbenutzt. Das ist so ein ja, Spenderboard, was ich da mal irgendwann mal gekauft habe. Das ist sowieso kaputt. Keine Angst, also da fehlen auch schon Chips drauf, also die habe ich auch nicht mehr. Also das Board ist wirklich nur noch ein Spenderboard. Das kriegt man auch nicht mehr repariert. Dann habe ich aber die Sockel, weil ich habe keine 18-Pin-Sockels. Das sind ja 9, 9. 9 da, 9 da. Ich habe nur 8er, also 16 Pin oder 20 Pin oder wie auch immer. Aber diese 18er Pins habe ich nicht an Sockel. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt welche kaufen, wenn ich ja schon welche habe. Die löte ich aus. Und dann werde ich euch zeigen, wie ich am C128 die Chips auslöte. Ich markiere sie vorher noch, wo welcher saß, wie ich die Sockel wieder einlöte und wie ich das dann austeste. Natürlich, das Video wird jetzt wirklich länger werden. Ich versuche Kapitel reinzumachen, falls ihr euch nur bestimmte Stellen anschauen möchtet. Anders geht's nicht. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mit dem Löten auf dem C128 beginne. Bis gleich. So, nun bin ich da. Ich habe das Board schon mal ausgebaut. Und worum es geht. Ich mache mal das hier so, damit ihr das so halbwegs sehen könnt. Das sind die vier Stück hier. Die vier. Die werde ich jetzt auslöten. Vorher muss ich sie aber einmal mit Lötzinn einmal nachlöten, damit das ein bisschen frisches Lötzinn drauf ist, damit ich das nachher auslöten kann mit der hier. Ja, ihr seht das jetzt auf dem Kopf, ist egal, aber mit der. Ich markiere mir die jetzt noch einmal schnell. Und dann werde ich da die Sockel einlöten. Die liegen schon hier. Da muss ich mir mal einfallen lassen, wie ich das mache, weil das passt auch noch nicht so ganz. Muss ich mal schauen. Ja, das mache ich jetzt. Das wird für euch jetzt ohne Ton. Beziehungsweise ja, mit Ton, aber eben im Schnelldurchlauf als Zeitraffer werdet ihr das sehen. Anders geht's nicht. Gut, ich lege mir das jetzt hier hin. Löte die erstmal nach. 1, 2, 3, 4, 5. Moment. 1, 2, 3, 4. Ja, die ersten vier hier. Der ein bisschen im Weg. Zwar, wo sind wir denn? Da.
die 4. Da werde ich jetzt erstmal nachlöten. Und dann mit der Entlötpumpe das weg, wieder weglöten. Gut, also sehen wir uns da nachher gleich wieder. Das war jetzt scheiße. Ich hoffe, man kann es erkennen. Warum ist der jetzt aufgeplatzt? Der ist jetzt hinüber. Mann! Ich mach weiter, ich nehme die anderen drei auch noch raus. Die müssen ja raus und müssen ja Socke rein. Ich weiß ja nicht, welcher jetzt kaputt ist. Also der hier, der eine, der ist jetzt definitiv kaputt. Das hätte vielleicht noch heil sein können, aber scheiße. Naja gut, ich mach mal weiter. Ich versuche sie da rauszuholen. Sockel müssen ja eh rein. Wenn ich da jetzt neue einlöten will, demnächst. Ich hab sie nicht durchgesaugt. Ich muss sie jetzt von der Seite eben noch ein bisschen heiß machen, dass ich sie rauskriege. Fuck. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Richtig, richtig scheiße. Mann. Naja gut, dann können wir den ja mal sezieren, wie der von innen aussieht. Vielleicht kriege ich den ja so weit auseinander. Manno. Und da versuche ich das vielleicht mal mit den vom Amiga 500. Mit den RAM, aber ich glaube nicht, dass das hinhauen wird, weil das sind 18 Pins, Amiga 20 Pins.
Ich glaube, ich war auch ein Ticken zu heiß, oder? Nee, passt noch. Ah, was soll ich machen? Na gut, ich mach mal weiter. So, dann bin ich wieder. Ihr habt jetzt dazu geguckt. Die drei habe ich gut rausgekriegt. Nur der erste, der ist mir ja hier richtig aufgeplatzt. Das ist richtig scheiße. Warum habe ich das mit Heißluft gemacht? Damit ich mir hier nicht die Pads wegreiße. Jetzt habe ich da aber ein paar Kratzer auf den Pads. Da der noch verbunden, hoffe ich, da oben ist noch ein bisschen, aber das macht glaube ich noch nichts. Hier habe ich noch einen und hier habe ich ein paar. Und ich mache ich jetzt mache ich sauber nachher gleich. Erstmal muss ich hier noch mal die Löcher frei kriegen. Mache ich neue UV-Maske drauf und dann mache ich die Sockel da rein. Das ärgert mich, dass das jetzt kaputt ist. Dass der eine kaputt ist. Ihr seht ja hier ein freien Slot, ne? Das ist der einzige IC, der hier drauf fehlt. Ich habe mal geguckt, da steht Function IC. Was auch immer Function oder Funktion oder was auch immer bedeuten soll. Da muss ich mal noch mal reinlesen. Er funktioniert ja. Eventuell es ist hier noch das BIOS und das mit zwischen, dass da noch irgendwie, weiß ich nicht, noch irgendeine Funktion zusätzlich mit drauf kommen kann. Weiß ich nicht. So. Gib mal Dings. Ja. So. Sollte passen. So. Das darf ich nicht zu lange im Licht halten. UV, Shoulder Mask. Nochmal auf die Kappe. Ich brauche nur ein ganz bisschen. Obwohl, hier ist nicht so viel UV-Licht drinne.
im Raum, aber ich will es ja nicht beschreien. So. Eine. Ja, mach dich ein bisschen. Sonst korrigiert der ganze Krimskrams irgendwann und dann ist es kaputt. So. Die Lampe. Wo ist sie jetzt? Komm her. Da. Ist eine UV-Lampe. Das dauert jetzt ein bisschen. Auch nicht reingucken. So, das sollte jetzt passen. Wir waren jetzt immer etwa eine Minute. Ja. 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 Ich versuche euch das mal zu verlinken in der Beschreibung. Die Lampe, die gab es mal beim Aldi für einen Zehner mit so einem Reparaturkit. Die werde ich euch jetzt nicht verlinken können, die Lampe hier. Also ich werde euch eine ähnliche verlinken, falls ihr mal sowas haben möchtet. Jetzt muss ich hier noch die Löcher frei machen. Die sind alle frei, bis auf da eine. Bis auf ein, zwei Löcher. Nur hier unten ist noch. Schneller ging es jetzt nicht mehr. Eigentlich überflüssig da jetzt wieder, aber naja, egal.
Ja, Leute, das ist jetzt so doof. Aber mir fiel was ein. Altes Mainboard. Die haben ja auch Speicher. Und zwar viel Speicherchips. Und zwar so ein ganz altes Mainboard. Das habe ich eventuell noch im Keller. Ich gehe mal gucken. Oder so ein SIM-DIM, keine Ahnung was, RAM. Habe ich auch noch, glaube ich. Vielleicht ist da was Passendes drauf. Ich gehe mal gucken, weil ich möchte das Video jetzt hier nicht einfach so enden lassen. Ich möchte doch wissen, ob das jetzt wirklich hier an irgendeinem von den Chips liegt. Vielleicht habe ich doch Ersatz hier. Ansonsten muss ich wirklich bestellen. Ob ich da was kriege, was auch wirklich funktioniert, ist fraglich. In China will ich nicht kaufen. Das ist wahrscheinlich fake, was da kommt. Auch wenn die günstiger wären als hier privat irgendwo. Aber die Lieferzeit wäre, ja, nicht gerade schön. Gut, ich gehe mich nochmal auf die Suche machen, ob ich nicht doch noch Ersatz finde. Weil das, was ich jetzt hier so im Umfeld habe, passt alles nicht. Bis auf das vom Amiga Board. Aber allerdings ist das ein, ja, 256K. 4x256K RAM. Oder DRAM oder wie auch immer. Zwar vom Motorola, aber... So, jetzt muss ich leider sagen, das bringt alles nichts. Denn alles 1 Megabyte hier drauf. Ich habe nichts Passendes da. Und das Mainboard, was ich da unten noch habe, das hat so lange Chips drauf. Also, ich weiß nicht, was das genau ist. Das wird nichts. Also endet das Video hier. Was jetzt natürlich scheiße ist. Also werde ich neue bestellen müssen. Ich kann nur noch eine Sache austesten. Und zwar, weil das der gleiche SID-Chip ist wie in meinem C64, kann ich den mal in mein C64 reinstecken. Wo seid ihr denn? Ach, da. Das kann ich ja. Habe ich gar nicht gesehen. Ne? Da. Der SID-Chip. Den kann ich mal in meinen C64 stecken. Und mal gucken, ob er da genau dasselbe macht. Wenn das wirklich hier nur eine Datenleitung ist, die da vielleicht mit dran hängt, dass der deswegen nicht geht hier auf dem Board, kann ja möglich sein. Vielleicht ist der ja heil, bevor ich einen neuen kaufe. Den kann ich testen im C64. Das kann ich jetzt leider nicht machen. Ich will jetzt nicht am C64 den RAM rauslöten. Nachher geht da noch einer kaputt. Das mache ich nicht. Und ich werde mal einmal den hier auseinandernehmen. Der ist ja schon aufgeplatzt. Mal gucken, ob wir da reingucken können. Das wird dann nur ein ganz kurzes Video mit dem RAM da. So, aber damit wäre erstmal C128 hiermit erstmal beendet für eine etwas längere Zeit. Was soll ich machen? Ich muss erstmal RAM besorgen. Okay, dann danke fürs Zugucken. Tschüssi.